Edmund. Ah ja. Würdest du mir dabei helfen? Jawohl, erstmal tauschen wir dein Haar ein. Dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Polymon, stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. So, wir haben den jetzt einfach die Quest abgeben. Ja, ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Ah, das schwarze Brett. Roland braucht Hilfe. Die Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Ja. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Hier will ich was hier verkaufen. Diese Welt zählt auf dich. Ja, natürlich. Zählt sie auf mich? So, klar. Wer zählt bitteschön nicht auf mich? Ich würde gerne mal jetzt was verkaufen. Ich werde gerettet. Kann nicht mehr lang dauern. Genau. So, hier gibt's einiges an Zeug. Ich will aber eigentlich nur einen Automaten sehen und... Oh. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Markus! Kein Geld zurück! Finde ich gut. So, hier haben wir auch hier. Niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Mhm. Naja, gut, aber die ist nicht so unbedingt gut. Okay, das ist alles voll. Voll. So, und jetzt verkaufen wir mal unser Gedöns. Natürlich die nicht. So, jetzt haben wir natürlich... Ne, haben wir nicht, wollte gerade sagen. Okay. Huh. So, zack. Wir gehen raus. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wieder... Hi! Ich bitte dir eine Gelegenheit. Okay, das sehe ich. So. Was sollen wir denn hier machen? Gut, wir nehmen es an. Kammerjäger, wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ja. Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan Elementarwaffen reinbekommen. Okay. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Flammen, aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag Steak. Mit was denn? Ich hab doch gar nichts bekommen. Warte, 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 warte. Missionswaffe. Goll. Und Fleisch. Üble Kombination. Die ist gut, die Waffe. Die ist verdammt gut. Ach, die Waffe, unsere Pistole haben wir auch völlig auf. Raus. Teste Markus' Feuerwaffe. Das brennt. Abschluss, Markus. Ding! So, das nächste, die nächste Aufgabe wird dich treffen wie ein Schock. Kapiert? Ein echter Schock wie ein Elektroschock. Das sollte ein Wortspiel sein. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer nicht schlecht. Mit einer Schrottwaffe machen einen Schild schneller platt. Ich merk's. Dass du den Kauf bereuen kannst. Und jetzt Korrosionswaffen. Was noch? Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast deine Korrosion. Okay, die sind also gegen Metall. Gut. Zeit zu lernen, wie Slag funktioniert. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Slag ist etwas komplizierter. Okay, das hören wir zu. Wenn du einen Feind slagst, verstärkt das alle Nicht-Slag-Schäden um einiges. Los, Slag-Ups. Ja, jetzt wo er geslagt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren! Und du bist bereit für Handsome Jack. Lass uns jetzt... Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. War ja klar.
So, was hast du denn so? Ne Shotgun. Und sonst hast du nur Müll. Also verzichte ich drauf. So. Dann bauen wir die erste Treibstoffzelle ein. Aha. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee... Olin sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Ja. Liegt dir quasi im Blut? Das Blut liegt mir im Blut. Ist das lustig? Okay, weiter geht's. Zack. Hui. Hilfsgüter bei Plan B. Das Haus hier blinkt so wunderbar. Zack. Was willst denn du? Hallo. Auf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere okay. Nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Ach, super. Na gut, okay. Erhöht dauerhaft die Anzahl an Objekte, die du im Rucksack anfangen kannst, um 3. Erhöht dauerhaft die Anzahl, die Objekte im Safe hast, ablegen kannst. Achso, im Safe? Ich habe ein Safe. Erhöht dauerhaft die Menge an Assault Rifle Munition um 140. Oh, wow. Okay. Okay, Objekte, die ich mitführen kann, finde ich nicht unbedingt so toll. Mitführen kannst um 12, um 180, um 120. Okay, im Safe. Granaten, Pistolen, Launcher-Munition. Wir nehmen... Tja, Rucksack-Upgrades. Oder nee, wir nehmen wenn den Upgrade. Sagt, das hast du gefunden. Okay. Geh mir aus den Augen. So, Schwarzmarkt verkauft permanent Charakter-Upgrades. Allerdings akzeptiert er nur Iridium als Bezahlung. Verdiene Iridium durch Abschließen von Missionen, erbeute es von Feinden oder aus Schatzkisten. Hau ab! So. Und was... Wir haben doch jetzt das Ding bekommen. Haben wir das Upgrade einfach so, oder was? Huh. Was ist denn da? Verstehe ich nicht. Ach, Moment, wir können ja... Nee, doch nicht. Scheint wohl so zu sein. Wir haben wie viel Schuss jetzt? Mehr. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Und die letzte Brennstoffzelle. Weißt ja, Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Super. Mach mich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab. Okay. Sanctuary. Oh oh, ich hab Angst. Oder auch nicht. War klar. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Okay. Wir gehen zu Rolands Haus, meine lieben Freunde. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für uns hinterlassen. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Oh, Roland hat eine Nachricht für mich hinterlassen. Mit dir zusammen sind die Crimson Raiders nicht aufzuhalten. So, Rolands Kommandozentrale. Ist es jetzt mein Zuhause? Durchsuch Lawrence Kommandozentrale. Abschluss. Was haben wir da bekommen? OSU Waffenausrüstungslot Speicherdeck abgehört. Hört die Anzahl der Schusswaffen, die du ausrüsten kannst. Geil. Oh yeah. Mehr als cool. Zuerst stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt
Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Yeah! Das ist dein Zuhause. Viel Glück. Ja, mein Zuhause! Hey! Mach auf! Warum geht das gerade nicht auf? Reden wir mal mit der. Du musst nichts für mich tun, außer auf Abstand zu bleiben. Ich beiße nämlich. Ach, das ist aber süß. Wir haben ein Zuhause. Wo ist der Safe? Schick. Okay, ein Echo-Rekorder. Vielleicht erhält er Informationen. Safe, du hast einen Safe entdeckt. Benutze den Safe, um Objekte aufzubewahren. Okay. Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Ja, genau den. Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Alles klar. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. So, wir haben unser Zuhause auf jeden Fall. Und rennen jetzt hier noch die Quest machen. Moment. Voll. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ah, ja. Oho. Ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Dr. Set. Do no harm. Richte keinen Schaden. Hallo Dr. Set. Suchst du Arbeit? Ich hätte da was. Gut, Set braucht 20 mm Bettarsigkeit sofort. Okay. Hey. Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Erfolg der Klasse Kommando. Schildladegeschwindigkeit und Schildlade. Oh, Klassenmodus. Gucken wir mal, haben wir denn gerade einen Klassenmodus schon drin? Ne? Nein, falsche Taste. Was ist das da? Wir haben noch keinen Klassenmodus drin. So, wir kaufen das. Ist jetzt uns. Ich verarzte dich. Jetzt haben wir ihn eingesetzt. Yeah. Oh, Moment, aber warte. Das ist jetzt Team-Schildladeverzögerung. Toll, das ist mir auch egal. Ich habe kein Team. Ich zock alleine momentan. Ach so, das ist hier hinten rum. Oh, grüne Sachen. Nein. Oh, jetzt nehmen wir auch den Schrott mit. Verdammt. Claptrat! Ash aufzureißen hat Claptrat eine Überraschung für dich. Okay. Zu mir. Dein Meister befiehlt es dir. Dein Meister befiehlt es dir. Ich mag Claptrat. Okay, wir fangen von vorne nach unten, nach hinten an. Also so von Reihe nach, weil die sind aufgelistet von der Schwierigkeit her. Jump around. So, jetzt können wir auch wieder gehen hier. Ja. Gott, wie man hier mal latschen muss. Haben wir hier schon entdeckt? Ja. Haben wir. Vladov-Waffen haben eine höhere Feuerrate als alle anderen Fabrikate. Sie versprühen. Ich konnte leider nicht zu Ende lesen. Geh zu Frostborn Canyon. Das machen wir doch mit Klacks. So, wir nehmen. Das hat nicht gespeichert. Wir haben doch eine neue bekommen. Smaragdgrün. Okay, und Fahrzeug sparen. Bam! Moment, wir müssen erstmal auf die Karte gucken.
Okay. Gut, dann fahren wir mal hier durch die Gegend. Und an der Brücke dann links, so wie ich es gesehen habe. Und hier kommt, soweit ich weiß, was ist das eigentlich hier ständig, was man hier nicht entdeckt hat? Ah, schaut mal, hier geht's rein. Kommen wir da durch mit dem Auto? Nö. Aber ich will jetzt wissen, was da ist. Hallo. Wer oder was hat hier gewohnt? Und wer oder was war hier? Gut, niemand. Ich würde hier in so einer Welt nicht wirklich frei leben. Da würde ich doch lieber in so eine Stadt gehen. Einen Augenblick bitte.